Regeländerungen, was die Überholsituation angeht, den Seitenwechsel angeht, sind insofern verändert, dass sie präzisiert worden sind. Es war vorher schon klar, dass man nur einmal die Seite wechseln darf und eigentlich dann auch nicht wieder auf seine Linie zurückkehren darf. Das ist insofern präzisiert worden, dass man praktisch eine Autobreite Platz lassen sollte, im Falle, wie das zwar bei mir und Luis in Monza der Fall war. Da war es sicherlich haarscharf an der Grenze, aber genau dafür ist die Regel geschrieben worden, dass man die Grenze irgendwo auch darstellt in schriftlicher Form. Die neuen Regeln in diesem Jahr sind die, dass wir den Auspuff verändert haben, dass man nicht mehr die Auspuffgase, sowohl wenn man vom Gas geht, als dass, wenn man natürlich auch aufs Gas geht, in der Stärke nutzen kann, um seine Aerodynamik zu verbessern. Das ist sehr stark eingeschränkt worden. Deswegen werden die Autos wahrscheinlich auch etwas langsamer sein, wie im letzten Jahr, zumindest am Anfang. Und dann kennen wir ja die Geschichte der Ingenieure, die sehr fleißig arbeiten, um das natürlich alles wieder anders darzustellen und zu verbessern. Das war die große Herausforderung, so viel wie möglich Abtrieb zu finden, auch ohne diese Innovation. Die neue Nasenversion ist natürlich aufgrund einer Regeländerung durch die FIA, die aus Sicherheitsgründen getroffen wurde. Und die meisten Teams haben sich dann eben für den netten Höcker entschieden. Es gibt ein Team, McLaren, die es anders gemacht haben. Ich sage immer, es gibt viele Wege nach Rom. Lass mal rausfinden, welcher der schnellere ist. Gut. Well, aerodynamic has been the weak spot for our last two current cars, and that is where we mostly focused. And well, it was a hard work, hard winter for all the guys in many areas, mainly focused on aero, and we'll hope that it pays out. Well, there are quite a few new rule changes. One is obviously the reason that we have the different shape on the nose, because it is an FIA regulation that McLaren has found a different way of interpreting this. And I keep saying there's many ways to Rome. Then you have obviously the rule changes for driver behavior on track. And it's not really a rule change, it's just a clarification and a precision rule to for everybody to understand what exactly you're allowed to do and not to do. And then for the FIA to take action in case somebody sort of pushes the borderline too far.